Hallo, hallo und willkommen bei Ponage Bar. Ich bin euer Begleiter Syl und ich bin mit Ricardo unterwegs. Er hat sich eiskalten Timo-Skin gekauft. Ja, der kann Ricardo sitzt nämlich neben mir. Kann ich denn jetzt doch noch mitspielen? Nein, Wutz, jetzt kannst du nicht mehr mitspielen. Du kannst mich mal, Wutz. Oh. Awesome. Wir spielen heute, wie so oft gewünscht, mit Twitch. Und der Trundel heißt Digga Boom. Digga Boom. Wenn das mal kein Hamburger ist. Hinterhalt, ihr habt das Unsichtbarkeit. Ricardo spielt mein Account. Ich glaube auch, Ricardo ist ein eiskalt besserer Twitch-Spieler, wie ich es bin, weil ich lose. Ich kann gar nicht spielen. Weil ich bin hier sowas von der beschissenste Twitch-Spieler aller Zeiten. Also ich glaube, ihr habt noch keinen schlechteren Twitch gesehen wie ich. Also ich krieg vielleicht ein Kill mehr als du, aber das war's auch, weil die restliche Zeit werde ich tot sein. Du sagst immer so schön, Patrick, einmal mit Profis spielen. Einmal. Behinderter, der sich wegporten kann, unsichtbar. und wegporten. Hast du vergessen, er kann sich auch. Aber eine Scheißtruppe, ey, naja, ernsthaft. Also am Anfang skill ich immer zum KSN E. Du bist doch Porsche. Ja. Wenn er dann nur so ein paar HP hat und so gerade sich an Tau verpisst, dann eh, bomb. Ach, dafür reicht doch das Gift zum Anfang. Du haust uns sechsmal drauf und macht es ordentlich. Du schießt mal sechsmal drauf am Anfang. Hä? Du hast Attack-Rune drinnen, Attack-Speed-Rune. Wenn du dann auch noch unsichtbar bist, kriegst du nochmal 30%. Die hast du reingemacht, okay. Natürlich. Was denn sonst reinmachen? Fähigkeitsstärke? Dann mach mal Hinterhalt an. Ja, kommt da jemand? Was trotzdem? Nee, hält nur 20 Sekunden und dann trotzdem. Kommt jemand. 20 Sekunden kommt jemand und dann fail. Boah, was ist denn Zicke, der Ricardo? Ist unfassbar, meine Damen und Herren. Es tut mir leid, dass so lange kein Video erschienen ist, aber Ricardo, der kleine Fehler, Bob, vergisst es jedes Mal. Natürlich. Ja, Ricardo, wer vergisst es denn ganze Zeit, das Video hochzuladen? Du hast unsere Abonnenten ja diese komischen Videopoints zu verdanken. Du musst dich mal ein bisschen mehr ins Zeug geben. Ah ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich in aller Form bei euch für diese harte Unterstützung, die ihr uns gebt. Wir wurden schon gesponsert von insgesamt 1000 Real Points. Das hat schon drauf. Also der Tag für die 10.000 Leute rückt schon immer näher. Ja, dann gibt's den Champion Syl. Dann gibt's den Champion Syl, eiskalt. Den ihr gestalten könnt, wollte ich euch nur noch mal dran erinnern. Die Ulti da, ja, aber immer noch bei Syl gewinnt kann alles. Kann nix, macht nix und sieht scheiße aus. Das war jetzt aber. Da wird es jetzt Kommentare hageln gegen dich, dass du das gesagt hast. Nein, ich bin nicht. Wie du dem Steven nicht hilfst? Wie du dem eiskalt nicht hilfst? Ich hätte mal was sagen müssen. Ja, ich kann nicht. Haha. Bin sicher, dass die sich was Gutes einfallen lassen. Ja, selbstverständlich. Da wäre er tot gewesen. Da wäre er so tot gewesen. Ein Gift. Also, meine Damen und Herren, ich werde euch garantieren, wenn dieser Champion das Spiel ist. Oh. Wenn das Champion-Spiel eingeführt wird, dann wird es ein verkackter OP-Champ sein, aber so ein richtig Hardcore-OP-Champ. Der niemals genervt wird, dafür werde ich sorgen. Ja. Genau das, wird nämlich die passive sein, kann nicht genervt werden. Ganz genau, eine passive Fähigkeit kann nicht genervt werden. Das wäre schon so ein Imba-Ding. Habt ihr euch eigentlich schon und bekommt jede Woche einen Push. Habt ihr euch schon überlegt, welchen Kartenteil ihr nach euch benannt haben wollt? Noch nicht ganz. Ach ja, es hat tatsächlich in League of Legends gibt es 9 Kartenteile. Wer es nicht wusste, hinterher wird es auch 9 Karten geben. Aber das ist, steht noch in den Sternen. Vielleicht so 2035 irgendwann. Ja. Da ist League of Legends 3 schon draußen. Wahrscheinlich ist das mit der Magma Chamber ungefähr so wie Diablo 3. Und Nukem Forever. Nukem Forever auf jeden Fall. Ich glaube, das Nukem Forever ist ein Entwicklerscherz. Ja, aber wenn es dann mal rauskommt, dann gibt's ganz, ganz viele Fankäufe. Mhm. Und Leute, die sich die größten Felder der Welt kaufen wollen. Mhm. Stell dir vor, es kommt mit Kotz 2D-Grafik raus.
normal. Ricardo, nicht sterben übrigens. Ihr sollt ihr ausrichten, du sollst nicht verrecken. Ich werde nicht verrecken. Ich kann mich unsichtbar machen. Aber nicht instant. Wie er die gibt! Wie er die gibt! Hast du gesehen, wer es dir gegeben hat? Eiskalt hat es dir gegeben. Boah, wunderbar. Immer FPS-Absturz hier. Warte mal, 650 plus 350. Sag's mir mal. Genau, 1000. Schau, fünf Kopf. So, auf Twitch, Schako war da drin im Kreis. Falls ihr euch wundert, warum ich mich gerade ein bisschen komisch anhöre. Achso, er hört mich ja nicht, ne? Ich futter gerade Cookies. One Tough Cookie. One Tough Cookies. Mhm. Warum? Die guten von der Dark Side. Die von der Dark Side. Die sind alle meine Sprüche klauen, Mann. Was dein Spruch, Ricardo. Dein Spruch, Ricardo, ist klar. Natürlich mein Spruch. Wer hat's erfunden? Der Ricardo. Ricardo. Weiß, wo du wohnst. Das weiß er wirklich. Ja, und? Und wenn nicht, finde ich es heraus und weiß dann, wo du bist. Und hat deine Telefonnummer und deinen Nachnamen. Ja. Mhm. Und Martins Telefonnummer habe ich auch. Und er kennt deine Mutter. Das ist eigentlich viel. Ricardo, im Gras, da drin, genau da. Mach dich unsichtbar, was? Ricardo, du Fehler, mach dich unsichtbar. Ricardo! Was? Eiskalt gestealt bestimmt. Ich hab's nicht gesehen, aber er musste gestealt haben. Ich hab eiskalt nur verbrennt draufgezogen, ey. Ja, sag ich, reicht schon. Ein KS mehr. Ja, auch noch mit verbrennen? Ja. Krass, Mann, ich wollte gerade Schmerz auf deinem... Wie der Steven sich einen Arsch abfreut, wie der sich einen Hintern abfreut. Nochmal. Der Dödel. Ich hätte ja schon seit der ersten Minute hier den anderen komischen Kerl, aber da hat mir so eine Ratze nicht geholfen, weißt du? Da hätte, aber eine klar, Geist, ne? Da hätte so ein verdammter Giftfall gereicht. Rennt der Ricardo eigentlich gerade hin? Richtung Mordekaiser, der übrigens schon Level 7 ist. Ja, cool. Weh, weh, weh! Jawohl. Ha! Mit entgiften. Alte KS-Sau. Ich bin auch gekommen, um ihn zu retten, ja. Wieso wundert mich sowas mittlerweile nicht mehr. Ja, jetzt weißt du, wo ich es gelernt habe. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich's. Aber du hast es perfektioniert, das ist das Problem. Ja, normal. Du läufst ja extra mit Ignite rum, um zu stealen. Ja, für was anderes brauche ich nicht. Also? Also Tundel ist der lämste Champ überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Also Tundel finde ich nicht gut. Schwule Oger, ey. Ich weiß jedes Mal, was er mit der Keule macht. Aber das ist, das ist leider nicht jugendfrei, meine Damen und Herren. Ich sag nur so viel, er poliert sich die Keule auf eine höchst ungewöhnliche Art und Weise. Unmenschliche Uhrzeiten verlangen unmenschliche Sprüche. Ganz genau, so schaut's aus. Die nicht von ihrem Tower weggehen. Hm. Ricardo, kennst du eigentlich noch einen schönen Begriff aus der Pornoindustrie, der irgendwie missbraucht wurde? Mit dem Mist. Ach, mir da. Ich hab so schon mal einen unsichtbaren Twitch getötet. Mit dem fucking Singit. Und seinem Drecksgift, ja. Doch. Der unsichtbare Twitch ist eiskalt durch die Giftwolke gelaufen und ich habe knapp 1000 AP mit Twitch, hier mit Dings gehabt. Der ist einmal kurz durch die Giftwolke gelaufen, Instant Death. Konnte er nichts mehr machen. So lange, ich glaube 4 Sekunden hält das Gift. Da ist er gestorben. Konnte er nichts mehr gegen machen. Sowieso so geil, da ist einmal kurz ein Vasalle reingelaufen, nach 2 Sekunden waren die alle tot. Der Dick hat knappe 4 überlebt. Dicker Boom hat einen getötet. Ja. Schön dicker Boom, wir freuen uns. Dicker Boom hat 2 getötet. Oh. Dicker Boom wird gefeedet. Ohne Ende wird der gefeedet. Just wie. Bleibst du mal unten hier? Feedet. So, ich müsste also mal der meine Steven würde es begrüßen. Gold weg.
Also Steven würde es sehr, sehr begrüßen, wenn du auch mal wieder nach unten kommen würdest, Ricardo. Ich bin gerade nach oben gegangen. Ja, weil er will seine 2000 Gold in den NPC parken. Ja, kann er ja auch gleich. Kann er ja auch gleich, sagt er. Bestimmt stellen. Okay. Und du bist ein Kacknub, Steven, sagt er. Hä? Hab ich gar nicht gesagt? Bitte nicht. Mir, Ricardo. Wenn er auf den Tower schießt, solltest du aus dem Hinterhalt kommen, Ricardo. Ja, ja, ihm doch egal. Habt ihr das gehört, meine Damen und Herren? Einer habt ist gehört? Hier. Mach dich unsichtbar, du Fisch. Komm nach unten. Steven, er kommt. Steven, er kommt. Mach die Augen zu. Ja, erscheinen reicht, ey. Kann 2000 Gold auf den gehen. Yes. Einer Mist, habt ihr gehört, ne? Wie er sich Oracle geholt hat. Dieser Homo-Fürst. Ja. Mordekaiser? Morde! Ich möchte noch dazu äußern, der Bee gehört nicht zu unserer Standardtruppe. Wenn ihr Bee mal ordentlich fame wollt, geht auf seinen Kanal. Bee ja, Tor. Danke! Bitteschön, Bee. Ich überlebe! Da stirbt er. Er kommt wirklich noch weg? Nein. Oh, ich wusste, dass ich überlebe. Und ich möchte an der Stelle nochmal dazu sagen, wir von Team Ponage bei. Kreischen nicht wie kleine Mädchen. Und wir sind wie die Schweiz. Wir sind total unparteiisch allen anderen Parteien gegenüber. Außer den Österreichern. Außer den Österreichern! Und den Franzosen. Ja, den seid ihr natürlich sehr. Ihr seid Freunde von denen. Ja. Ricardo, es wurde erwähnt, wir machen gar nicht mehr den Franzosen-Check. Machen wir nicht? Frag mal. Achso. Parlez-vous français? Ja, gleich. Ja, gleich, meine Damen und Herren. Hab ich heute erst in einer Runde wieder gemacht, aber scheinbar sind keine Franzosen mehr online. Ja, ich glaube, die Franzosen haben unseren Kanal gesehen und instant das Spiel geliefert. Ja. Wir haben keine Lust. Das ist der erste. Was gesagt, die sind davon gelaufen. Oh Mann, ey. Jetzt so, schade. Aber Nike verdient sich auch schlusselig in Kriegszeiten bei den Franzosen, das ist unfassbar. Ey. Ja. Die waren bestimmt dort der Renner. So, mein Gott, jetzt genug mit den schlechten Franzosenwitzen. Wie ich es vermisst habe. Boah, die haben mir auch gesagt, die kennen nur den Tower Steven. Der Twitch geht weg. Welche Nation ist eigentlich fürs übermäßige Campen bekannt? Die Deutschen! Und die Holländer. Hat der immer noch Oracle? Jo. Oh, der Zahn kommt hoch. Der Singet kommt hoch. Ricardo! Wie steht denn der bitte im Busch? Ja, wollen wir ihn angreifen, Timo? Timo, Attacke! Attacke! Attacke, Timo! Attacke! Wie er dich geäst hat! Der Lümmel! Steven, stirb! Scheiße! Stirb! Was willst du denn hier, wenn du nicht stirbst? Niemals Level! Geh! Ach komm, ich hau jetzt meinen Heiltrank rein, Alter. Ich krieg ja sonst eh keinen. Oh, jetzt wird er ganz mutig. Jetzt trinke ich einen Heiltrank. Ja, ich hab schon die ganze Zeit irgendwie zwei Heiltränke und die kommen von ihren scheiß Tower nicht weg. Schako ist Mist übrigens. Also das Gegnerteam spielt gerade mal wieder richtig nurig. Der Twitch hat 3 Assists. Ich möchte auch noch mal ein Wort an die Paarschnasen richten.